Hallo Freunde analoger Unterhaltung, willkommen hier in der Brettspielschule zum nächsten Brettspielbegriff und diesmal natürlich ein ganz elementarer Begriff, nämlich Pöppel. Und es ist natürlich klar, was ein Pöppel ist. Ein Pöppel ist hier so ein Spielstein oder, wir haben jetzt da auch nochmal ein bisschen rumgegoogelt, ein Männchen, wie wir sagen würden, weil ich habe jetzt gelernt, dass, und ich muss zugeben, ich habe auch den Begriff Pöppel erst kennengelernt, als ich so richtig in die Brettspielszene eingestiegen bin. Ja, als Kind habe ich auch Spielfigur oder Spielmännchen, Männchen, sowas. Und es ist wohl regional unterschiedlich. Wir kommen ja beide aus Süddeutschland und da sagt man tatsächlich eher Männchen und Pöppel angeblich kommt wohl aus dem norddeutschen Raum ursprünglich, wo man vielleicht immer schon Pöppel gesagt hat. Da können wir also gerne mal um Aufklärung bitten. Ja, genau, ja. Da gibt es einige bei euch, die das schon in ihrer frühen Kindheit, angeblich ist der Begriff so in den 70ern dann aufgekommen. Und um es nochmal klar zu machen, für uns und ich glaube auch schon im Allgemeinen, es sind halt diese speziellen, sehr vertraut wirkenden Spielfiguren mit Kopf. Mit also rundem Kopf. Die so kegelartig auch ein bisschen aussehen, die man aus Mensch ärgere dich nicht und zahlreichen von diesen wirklich gefühlten Uralt-Klassikern kennt, die jetzt aber hier... Und man, haben wir ganz bewusst ein ganz aktuelles Spiel reingestellt, Magic Maze, weil da, wie man sieht, Pöppel auftauchen, nicht nur kleine, sondern auch ein großer. Ja, wobei Pöppel. Das ja kein klassischer Pöppel ist. Es ist kein klassischer Pöppel. Das ist schon die Frage, ist das überhaupt noch ein Pöppel hier oder ist das einfach nur eine große Spielfigur? Also ich find, also für mich ist alles, was unten so und dann halt in den Kopf klar ist. Zählt noch, würde ich sagen. Und dann habe ich auch versucht, jetzt darüber nachzudenken, wann nimmt man heutzutage Pöppel und wann nimmt man Miepel? Ein anderer Begriff, über den wir noch reden müssen. Ich glaube, es hat tatsächlich auch, würde ich sagen, was mit einer Grifflichkeit dieser Spielfiguren zu tun. Also das ist wirklich nur reine Bauchinterpretation von mir, aber dass Spiele, bei denen wie Mensch ärgere dich nicht oder auch Magic Maze, es sehr relevant ist, weil ich meine Figur wirklich nicht einmal irgendwo einsetze, um irgendwas anzuzeigen oder so, sondern regelmäßig ständig bewege. Diese Grifflichkeit des Pöppels ist sozusagen unschlagbar. Ja, weil man sieht, von allen Seiten ist es identisch, kann man sie gut anfassen. So ein Miepel, der ist ja nicht symmetrisch, sondern der ist ja so irgendwie, und das ist man kann ihn auch so nicht bewegen. Genau, man kann ihn nicht falsch, man kann ihn nicht falsch hinstellen. Es ist ein sehr intuitiv richtig zu erfassendes Ding und ich glaube, es hat wirklich auch was mit dieser Griffbarkeit zu tun, hier bei diesem speziell geformten, so viel sagen wir Magic Maze veröffentlichen. Also hier hat es wirklich extrem was mit der, hier müssen Dinge schnell gegriffen werden und versetzt werden können. Ja, für uns ist das ein Pöppel und nichts anderes. Jo. Der Pöppel ja auch, um es mal so sagen, klar, der Pöppel ist ja auch das... Form des Logos vom Spiel des Jahres. Ja, absolut. Ne? Das ist der stilisierte Pöppel, der rote Pöppel. Manche sagen es ja so, der rote Pöppel und der graue Pöppel für Kennerspiel. Und dann gab es früher mal... Das war mir zum Beispiel ewig nicht. Also als Kind habe ich, hab ich das immer einfach irgendwie als... War so ein rote... Das war halt der rote Spiel des Jahres Aufkleber oder wie immer. Als Kind habe ich mir da wirklich nie... Aber ich bin auch, ich stehe manchmal bei solchen Sachen, stehe ich ja, kann ich wirklich jahrzehntelang auf dem Schlauch stehen. Ich weiß nicht, das ist mir natürlich dann schon irgendwann dann als älteres Kind oder als Jugendlicher, keine Ahnung wann, aber irgendwann ist mir das dann wirklich erst klar geworden, dass, ach, das ist ja ein Pöppel oder Spielfigur, keine Ahnung, wie ich es damals genannt habe. Es gab auch mal die Pöppel Revue, eine Spielezeitschrift, die gibt es aber nicht mehr, die dann eben das im Namen hatte. Ja, also der Pöppel immer noch, wir benutzen es auf jeden Fall. Berühmter als das Ampelmännchen. Berühmter als Männchen, ja. Aber ja, ich würde auch als Kind hätte ich ganz klar gesagt, das sind Männchen. Jetzt ist halt Pöppel. Auch recht. Also so das Brettspielbegriff erklärt Pöppel. Bis zum nächsten Begriff, nächste Woche. Tschüss. Tschüss.